Dass ich aufzeichne. So, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid und auch der Einladung vom Rudi. Wir haben heute ein interessantes Thema. Also, ihr kennt mich ja alle, Gerhard Pellegrini. Wahrscheinlich kennt ihr mich aus dem Radio. Aber heute bringe ich ein anderes Thema. Es geht heute um Wirtschaft. Also, nicht alle wissen, dass ich nicht nur Radiojournalismus also gelernt habe beim ORF, sondern auch Umweltökonomie an der WU studiert habe, eine Zeit lang. Und Wirtschaft war schon immer auch mein zweites Steckenpferd. Und in der, sagen wir mal, in diesen Jahren, seit ich mich mit ganzheitlichen Konzepten beschäftige, war natürlich Wirtschaft immer ein wichtiger Teil davon. Und ich möchte euch heute etwas vorstellen, nämlich meine Überlegungen zu einer Werteökonomie und zu einem ein Einkommenssystem, aber das Einkommenssystem, das brauchen wir auch natürlich zum Einkaufen. Und diese neuen Überlegungen, die möchte ich euch heute hier präsentieren und deswegen gebe ich auch jetzt einmal meinen Bildschirm frei. So. Und ich wünsche uns hiermit eine angenehme Reise, viele tolle, schöne Erkenntnisse hoffentlich. Und ich lege mal los mit dem Begriff, was ist eine Werteökonomie, was verstehe ich darunter, warum braucht es ein Einkommenssystem, ein neues und all diese Fragen werden wir heute beantworten. Ihr seht auch, das Sol hier steht nicht einfach nur für Sonne, für eine sonnige Zukunft, sondern auch für sozial, ökologisch, lokal, werteorientiert, wirtschaften, handeln, bilden, konsumieren. Also das ist sozusagen ein Wertestandard, den ich mit diesen drei Buchstaben darstellen möchte. Und ja, eine sonnige Zukunft, das wünschen wir uns eigentlich doch alle. Du kennst das Gefühl vielleicht, wie es ist, wenn man sich auf etwas freut. Es ist ganz wichtig, dass wir uns auch eine sonnige Zukunft vorstellen können. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal in das nächste Bild rein. Ich mache mal so einen Überblick. Warum kann eine Werteökonomie unser Leben positiv verändern? Und zwar individuell, aber auch global. Also mir ist auch immer das Globale wichtig. Also ich bin so ein Querdenker und ein Hermetiker, der innen, wie innen so auch außen sozusagen sich alles anschaut, was im Kleinen funktioniert, funktioniert das vielleicht auch im Großen und umgekehrt. Und der zweite Teil wird sein, warum braucht es ein neues Einkommenssystem und wie könnte es funktionieren? Und der dritte Teil ist dann sozusagen eine Fragenrunde. Wir haben dann die Möglichkeit, uns auch gegenseitig untereinander auszutauschen. Genau. Also, was ist eine Werteökonomie? Und warum kann sie unser Leben positiv verändern? Zunächst einmal die Frage, ist unsere Wirtschaft am Ende? Was denkt ihr davon? Oder sind wir gerade an der Wende? Ein schönes Wortspiel. Und was haltet ihr von dem Satz, Money makes the world go round? Also ich glaube, das ist einer, der derzeit das Leben so bezeichnet, was gerade so abgeht irgendwo. Und wir sollten uns fragen, was zählt denn eigentlich wirklich, was beschäftigt dich am meisten, was beschäftigt mich am meisten? Und ja, vielleicht auch einmal in die Tiefe gehen. Eine Frage, die ich besonders heute stellen werde, kann Konsum die Welt retten? Es gibt eine aktuelle Konsumstudie, die ich euch heute zeigen werde. Ich habe die dankenswerterweise erhalten. Also diese Konsumstudie ist richtig und wichtig, richtig wichtig. Und ja, was ist Social Impact zum Beispiel? Das ist auch eine wichtige Sache. Fühlen sich Menschen berufen oder aufgefordert, sozusagen mitzumachen? Wollen sie einen Beitrag leisten in dieser Welt? Und dann schauen wir uns noch an, wie können wir mit so einem Wertestandard soziale Werte in den bisher vorherrschenden Wirtschaftsprozess einleiten? So, hier noch ein kleines Bild im Vorfeld und zwar meine Motivation, das hat vor ungefähr 30 Jahren begonnen, also eigentlich ganz genau vor 30 Jahren, 1993. Ich habe mit einer
Klick von Leuten haben wir hier in Bad Fürsland in Wien einen Verein gegründet. Peace on Earth hat er geheißen, Menschen für Frieden auf Erden. Und wir haben damals das Globalziel für uns formuliert, die Wiederherstellung und Erhaltung des sozialen Friedens und des ökologischen Gleichgewichts der Erde. Ich habe damals eine Entscheidung für mich getroffen. Ich möchte mich beruflich auf diese Frage stürzen, beruflich genau in diesem Bereich arbeiten und habe sozusagen aus diesem Verein all diese Projekte entwickelt. Und diese Projekte sind ganzheitlich. Was verstehe ich darunter? Wir erleben hier eine Transformation, so wie ich es sehe, nicht nur auf einer Ebene, sondern auf mehreren Ebenen. Und ich habe hier sozusagen die Bewusstseinsebene, wo es um Erkenntnis geht, auch um Selbsterkenntnis. Dann gibt es eine Werteebene, wo es dann um die Übernahme von Verantwortung geht und auch um Selbstverantwortung in allen Bereichen. Und dann gibt es die dritte Ebene, die Systemebene, wo es auch darum geht, dass wir uns ermächtigen und selbst ermächtigen, in dieser Systemebene neue Dinge zu machen. Man könnte auch sagen, es geht hier in diesem ganzheitlichen Konzept um das Weltbild, um die Gesellschaft, um die Wirtschaft. Und wir brauchen im Prinzip alle drei Stellmechanismen hier. Es ist wichtig, an allen drei Ebenen zu arbeiten. Zum einen geht es darum, das Weltbild durch Medien und Schulen zu transformieren. Dann geht es darum, den Menschen selbst, die Staaten, die Gesellschaft zu transformieren und dann auch noch die Wirtschaft, die Märkte und die Finanzen zu transformieren. Und heute geht es gar nicht so sehr um Werte und Bewusstsein, sondern heute geht es um das Eingemachte, um das System, um die materielle Seite. Heute in diesem Vortrag möchte ich speziell darüber sprechen, über das Geld, über das Geldsystem und wie wir etwas zum Positiven verändern können. Und meine Frage, was beschäftigt dich am meisten und was trifft den Nerv der kollektiven Masse eigentlich? Ja? Das ist es im Prinzip. Wir haben heute gesagt, ja, wollen uns einmal anschauen, ein spezielles System, das auch werthaltig ist. Also heute geht es um dieses Thema frei und autark, Leben und Wirtschaften, werthaltig, nachhaltig, unabhängig. Und ja, das ist so plakativ gesagt, wie retten wir die Welt? Und ja, es gibt auf dieser Welt Zukunftsängste. Wir können uns auf diese Seite schlagen mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserer Energie. Aber es gibt auch Zukunftsfreuden und wir können uns auch auf positive Impacts, auf positive Projekte, auf positive Menschen konzentrieren, auf das, was uns auch weiterbringt. Hier zum Beispiel ganz spannend auch, dass dieser Beitrag, den haben wir auch im Radio Soul gebracht, 174 Wissenschaftlerinnen veröffentlichen einen 5-Punkte-Plan. Der erste Punkt, der Wachstumszwang des Bruttoinlandsproduktes muss aufhören. Zweitens, Wirtschaftsmodell, das auf Umverteilung basiert. Drittens, Veränderung in der Landwirtschaft, weniger Konsum und Reisen. Viertens und fünftens, Schuldenerlass. Das sind zum Beispiel Punkte, die sich Wissenschaftler ausgedacht haben. Es gibt unglaublich viele Konzepte. Schauen wir jetzt einmal in das, was ich mir überlegt habe. Was ist jetzt eine Werteökonomie? Wir vergleichen und differenzieren jetzt einmal den kommerziellen Wertestandard und einen ganzheitlichen Wertestandard, wie ich ihn mit dem Soul-Ökosystem vertrete. Also man könnte sagen, das eine ist die Yes-Wirtschaft. Das Yes steht jetzt sozusagen für den Yen, den Euro und den Dollar. Ich fand das ein nettes Wortspiel als Pendant zum Soul. Und wir leben in Wahrheit, wenn man die Augen öffnet, in einer geldabhängigen Gesellschaft und Wirtschaft. Ich habe es jetzt einmal Society genannt. Ja. Und da gibt es tatsächlich Dinge, die uns zu schaffen machen. Umweltvergiftung, Verarmung und Ausbeutung, Kriegstreiberei, Rüstungsindustrie, Finanzmarkt und Börsen, Großindustrie und Big Pharma also steuern ja Märkte. Es gibt auch eine Geldsteuerung, das nicht vielen bewusst ist. Und wir fragen uns dann, wie kann das eigentlich passiert sein? Wir brauchen doch zum Leben eigentlich nur die Realwirtschaft.
Und diese Realwirtschaft ist nicht ein freier Markt, wie uns allen gesagt wird, sondern es ist in Wirklichkeit ein kontrollierter Markt. Und man kann sich das anschauen und fragen, ja, warum ist das so? Und zwar dahinter, hinter dem Sichtbaren gibt es eine Lobby, ganz einfach. Es gibt eine zentralistische Geldschöpfung für Lobbyinteressen und diese Lobby, die steuert die Geldmengenproduktion, die Geldmengenumverteilung, all das. Und ich nenne diese Finanzwirtschaft auch gerne Scheinwirtschaft im Gegensatz zur Realwirtschaft. Und interessant ist, dass diese Lobby nicht demokratisch gewählt ist. Das ist eine private Lobby. Ich habe hier in Klammer BlackRock und Co. stehen. Details ist sicher ein anderer Vortrag, wo man da ins Detail gehen kann. Warum es heute geht, ist das Sol-Ökosystem. Wir haben den Begriff Circles geprägt, also es geht um Wertekreise, um autarke Wertekreise, die wir installieren oder die schon weltweit auch schon gegründet werden. Das sind Vereine, Communities. Wichtig ist, dass wir hier nicht auf Lobbyinteressen, zentralistische Lobbyinteressen sozusagen ausgerichtet sind, sondern auf Gemeinwohlinteressen, so wie ich es vorhin gesagt habe, in unserem Globalziel, wie wir schon in unserem Verein damals definiert haben. Und diese freie Realwirtschaft, die habe ich hier ganz bewusst zusätzlich hingefügt, weil ich habe einfach, ich muss sagen, ich verwende keine Zeit damit, irgendwas im alten System zu verändern. Ja, also das ist einfach da. Ich habe keine Lust, da irgendwas zu verändern. Es wird sich entweder selbst auslaufen oder vielleicht wird es auch immer bestehen, keine Ahnung. Mir ist wichtig, dass wir sozusagen auf eigene Verantwortung und auch aus eigener Kraft heraus etwas bewirken können, dass wir eine freie Realwirtschaft kreieren können. Und das können wir nicht global, aber wir können das lokal und regional bei uns selbst beginnen. Und wenn man so eine Wirtschaft anschaut, im Idealfall ist es ja eine Kreislaufwirtschaft, da gibt es drei Faktoren. Also im Prinzip die Geldschöpfung, das Einkommen und der Konsum, das sind so die wichtigen drei Faktoren. Und bei einer neuen Wertewirtschaft, wie wir uns das vorstellen, geht es hier jetzt nicht um eine herkömmliche Geldschöpfung, sondern um eine soziale Wertschöpfung. Also wir lassen soziale Werte in diesen Wirtschaftskreislauf einfließen. Auch beim Einkommen geht es um eine soziale Wertschätzung und beim Konsum geht es auch um eine soziale Wertnutzung. Und wenn ich sozial sage, dann meine ich nicht nur sozial, ich meine im Sinne von SOL, das heißt sozial, ökologisch und lokal wertvoll. Also in diesem Wertestandard meine ich, aber es ist einfach auch auszusprechen und darum geht es mir. Kommen wir noch einmal zurück. Wir werden uns anschauen, wie wir diese drei Punkte machen können. Ja, wir können das machen. Gehen wir noch einmal kurz zurück zum Punkt, kann Konsum die Welt retten? Ich möchte gerne diese Konsumstudie euch zeigen. Wobei das Wort retten, da würde ich noch gerne was dazu sagen. Wie ich es sehe, müssen wir Menschen nicht gerettet oder erlöst werden. Ja, es geht nur eigentlich um Wissen. Wir benötigen Wissen, um unsere eigenen Kräfte und wie wir sie aktivieren können. Ja, das ist es eigentlich. Ja, also ich habe jetzt kein Rettersyndrom, sondern ich habe eher die Passion und den Bildungsauftrag, Wissen zu verbreiten, wie wir aus uns selbst etwas Neues kreieren können. Das ist mir wichtig. Ja, bei dieser Konsumstudie, die erst vor kurzem vor Weihnachten rausgekommen ist, haben 1000 Personen mitgemacht im Alter zwischen 16 und 65 Jahren aus ganz Österreich und die Ausgangsstichprobe, die wurde gewichtet und ist repräsentativ für die österreichische Gesamtbevölkerung. Und da war zum Beispiel die Frage, welche Akteure haben den größten Einfluss auf unser Konsumverhalten? 48% sagen die Unternehmer, die Marken. 45% der Österreicher sagen Verbraucher, die Verbraucherinnen. 30% sagen die Politik und 30% sagen die Medien, die Journalisten. Also auch die Medien sind ganz wichtig. Eine andere Frage, wie wichtig sind folgende Kriterien beim Kauf neuer Produkte?
91% sind sich einig, der Preis ist wichtig. 94% die Qualität, 57% der Social Impact, 78% ist der ökologische Impact, 83% ist die Verfügbarkeit des Angebots und 82% ist die Einfachheit der Bestellung. Also wir sehen hier, das, was wir mit Soul darstellen wollen, mit diesem Wertestandard, dass sozialer Impact wichtig ist, dass ökologischer Impact wichtig ist. Die Leute wollen das, die warten darauf. Es ist nicht so, dass wir uns da etwas überlegen und das ist vielleicht irgendwann einmal interessant, sondern die Leute wollen es ja schon, die suchen schon danach und es wird einfach Zeit, dass wir rausgehen damit. Ja, welche Akteure tragen gesellschaftliche Verantwortung? 68% der Österreicher sehen die Politik in der Verantwortung. Genauso viele die NGOs, die Non-Government-Organisationen. 77% sehen Marken, Unternehmen in der Verantwortung. 76% Forschungseinrichtungen. 78% die Verbraucher, 82% sind der Meinung, dass Unternehmer mehr Verantwortung übernehmen sollten für soziale Verantwortung, eben für ökologische Verantwortung. Und dass Social Impact in Wirklichkeit ein Standard werden sollte für Unternehmer. Das wünschen sich fast alle. Ja, 80% geben an, dass sie darauf achten, was sie konsumieren. Das ist auch spannend, diese Aussage. 75% möchten in der Zukunft aktiv über ihren Konsum positiven Gesellschaften Einfluss nehmen. 75% möchten mit ihrem alltäglichen Handeln die Welt verbessern. Also auch das ist interessant. 72,3% sehen das Konsumverhalten in Österreich kritisch und sind der Meinung, dass es sich verändern sollte. Noch ein Punkt, Bereitschaft für einen sozialen Konsum. Also 54% wären schon bereit, für ein Produkt, das einen Social Impact hat, mehr zu bezahlen. 30% möchten in Zukunft mehr Social Impact Produkte kaufen. 58% könnten sich vorstellen, Marken ohne Social Impact nicht mehr zu kaufen. 39% verbinden das Wort Konsum mit Überfluss. 56% sind der Meinung, dass Konsum und etwas Gutes tun, im Kontrast zueinander stehen. Also da gibt es auch noch was zu tun. Und ja, das Konsumverhalten in Österreich ist so, 77% finden das Unternehmen mit Social Impact den Konsum etwas zu etwas Positiverem machen. Darum wollen sie es auch, ja. 83% sind der Meinung, dass ökologische Nachhaltigkeit alleine heute nicht mehr ausreicht. Also das war auch sehr oft eigentlich das Ausschlaggebende für die Nachhaltigkeitsbewegung, aber die Nachhaltigkeit alleine ist es gar nicht, sondern es ist auch wichtig, dass dieser Social Impact stattfindet, dass auch die Marken und auch wir Konsumenten etwas dazu beitragen. Ich möchte ein paar Folien überspringen, das ist nicht alles jetzt so wichtig. Das Wichtigste habe ich eigentlich gesagt. Und ich möchte euch hier weitermachen mit meinem ganzheitlichen Konzept, also Weltbild, Gesellschaft und Wirtschaft. Diese Dinge zu fokussieren, die Bildung und die Kommunikation auszurichten, das Vernetzen und Kooperieren zu unterstützen und das Handeln und Konsumieren. Und einen neuen Social Impact sozusagen, einen neuen Standard dafür mit Planet Soul zu kreieren und so einen Aufruf zu machen. Menschen, Medien, Märkte miteinander, dass wir das gemeinsam machen, dass wir mehr zusammenrücken. Und wir machen das zum einen mit Bewusstseinsbildung durch Radio Soul. Also da geht es beschwingt und gut informiert durch den Tag, durchs Leben. Da bringen wir diese Botschaften. Das sage ich jetzt nur ganz und zeige ich nur ganz am Rande. Also wir sind dieser Sender hier in Wien mit einem UKW-Sender, mit einem DAB-Sender, das ist hier am DC Tower. Und das Besondere ist, dass wir ein Community-Sender sind, der auch einzelne Medienkanäle für unsere Mitglieder bereitstellt und durch diese Social Media und Multichannel
Technikkonzept können wir einzelne Kanäle aufbauen und auch die Mitglieder teilhaben lassen am Hauptprogramm von Radio Soul. Das ist aber jetzt nicht so wichtig. Eins ist vielleicht noch wichtig, wir bringen auf Radio Soul Künstler und Musiker, Bildungseinrichtungen, ganzheitliche Lehrer und Ärzte, ökologisch wertvolle Projekte, Gemeinden und Communities. Wir haben auch eine Jobbörse, wir bringen kreative Leute, Arbeitgeber und wir haben auch speziell eine Sendezeit für Unternehmer und Nahversorger. Und man kann sich, wenn man sich auf Radio Soul präsentieren will, hier anmelden, auf anmelden.radiosoul.at oder direkt einen Informations- oder Sendetermin über booking.radiosoul.at holen. Machen wir weiter mit dem zweiten Teil. Im Sauseschritt sozusagen. Warum braucht es ein neues Einkommenssystem? Wie könnte es funktionieren? Ist es nicht so, dass wir Lebenszeit für Einkommen hergeben und Einkommen für Kaufkraft brauchen? Und ist Kaufkraft gleichzeitig auch Lebenskraft? Frage an euch auch, können wir nachher besprechen. Ist Konsummaximierung gut fürs Leben? Wie funktioniert der Bonusclub? Was ist ein Pro-Bono-Einkommen, wie wir es entwickelt haben? Das wollen wir heute noch anschauen. Und wie kommen wir in diese Wirkraft über ein Partnerprogramm? Wie kann es funktionieren? Was bringt so etwas? Also den meisten Menschen ist das Einkommen wichtig. Viele sind schon froh, wenn sie ein Einkommen zum Auskommen haben. Wenn man es mit dem Einkommen, könnte man es eigentlich alles richten, ja? Tiefer gesehen geht schon um mehr. Also wir wollen, es geht uns nicht nur um Zeit und Geld, es geht uns auch um Sinn. Wir haben so ein dreigliedriges Konzept, das passt übrigens auch sehr gut zu dieser Bewusstseinswerte- und Systemebene. Also es gibt so ähnlich wie beim Körper, ja, Geist-Seele-Konzept. Also ein Mensch hat ja nicht nur einen Körper, er hat auch eine Seele, er hat auch einen Geist. So ist es auch hier im Gesamtkonzept und auch aufgegliedert sozusagen. Genau. Und diese drei Bereiche, die setzen wir um. Kann ich etwas schneller durchgehen? Habe ich eigentlich schon einiges gesagt. Vielleicht noch interessant, dass wir eben auch Wertegemeinschaften unterstützen. Wenn ein Verein mitmacht, dann können wir unser gesamtes Programm hier auch anbieten. Eine Wirtschaftskooperative wird jetzt aufgebaut und da sind wir jetzt schon wieder bei der Wirtschaft, nämlich der Frage, kann Konsum die Welt retten? Ja, aber wie machen wir es jetzt? Ich sage euch einmal, Konsum ist nicht gleich Konsum. Schauen wir uns einmal jemanden an, der auch konsumorientiert ist. Also gibt es jemanden, der den Jö hat? Gibt es ganz viele in diesem österreichischen Land. 3,4 Millionen Shopper sagen Ja zu Jö. Da gibt es Vorteilsbons, da gibt es Rabatte, Aktionen und da machen alle mit praktisch, okay? Aber das Aber ist, es ist alles, es geht immer um Preissteuerung. Es geht um große industrielle Produktion sehr weitgehend und wenn es um große industrielle Produktion geht, geht es auch um Umweltbedenklichkeit und deswegen haben wir gesagt, man könnte fast sagen, das Soul Bonusprogramm ist eine Alternative zum Jö-Bonusprogramm. Hier gibt es auch Prämien, Mehrwertgutscheine und Aktionen, aber eben unter diesem Wertemaßstab, unter diesem Wertestandard, sozial werthaltig soll es sein, ökologisch nachhaltig soll es sein und lokal autark und unabhängig soll es produziert, konsumiert werden können. Und dieser Soul, der ist für dich, für mich, für unsere lokale Nah- und Selbstversorgung gedacht. In diesem Soul-System gibt es einen Treuebonus, den man sammeln kann, indem man lokal einkauft. Ich zeige noch, wie das geht. Es gibt, wie gesagt, das Pro-Bono-Einkommen, wenn man sich sozial engagiert in einem Verein. Also nicht nur jetzt in unserem Radio Soul-Verein. Wir haben einen Förderverein bei Radio Soul, der heißt Planet Soul Gemeinschaft. Planet Soul Gemeinschaft für Kommunikation und Kreativität. Auch Partnervereine, die bei uns Mitglieder sind, die können hier bei dem Pro Bono Einkommen bei diesem System mitmachen und ihren Mitgliedern das auch anbieten. Und dann haben wir noch ein Qualitätssiegel und PR,
ist auf der Hand natürlich mit unserem Radiosender und Mediennetzwerk, dass wir auch PR anbieten für die teilnehmenden Unternehmer. Gehen wir mal kurz zum Pro Bono-Einkommen für ein sozial-ökologisch lokal wertvolles Engagement. Also Mehrwert. Es ist im Prinzip auch es geht nicht nur ums soziale Tun. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber derzeit ist es ja fast so, dass wir eingeschränkt sind, dass wir, wenn wir Einkommen nur durch ein Leistungseinkommen bekommen und uns woanders sozial engagieren dann und dafür kein Einkommen bekommen, dann fehlt ja was. Also im Prinzip haben wir, irgendwann geht uns die Luft aus, was auch immer, wir müssen uns immer wieder doch auf das Leistungseinkommen konzentrieren. Ideal ist es, wenn man beides hätte. Und deswegen soll dieses Pro Bono-Einkommen noch dazukommen. Auch Unternehmer bekommen so etwas durch Instant-Wertschöpfung, werde ich vielleicht auch darauf eingehen. Und jetzt sagen wir mal, gehen wir in die Umsetzungsebene. Wie schaut denn sowas konkret aus? Wir haben eine Karte, also so wie es die Jö-Card gibt, gibt es auch die SoulPay-Card. Das ist unser System. So wie es eine Jö-App gibt, gibt es auch eine SoulPay-App. Und mit diesem Bonusclub sozusagen unterstützen wir Kreisläufe, Leute, die in ihrer eigenen Region dieses neue Wertesystem installieren wollen. Wir selber können das mit unserem kleinen Team nicht machen. Wir können es gerade bei uns im Ort machen und in der Region, aber wir laden andere Vereine ein, mitzumachen und dass wir gemeinsam diese Circles, diese autarken Wertekreise für dich und für deine Region aufbauen. Ja, und so ein Circle ist im Prinzip nicht ein- und zweiseitig, so wie es normal am Markt ist, wo es auf der einen Seite Unternehmer gibt und auf der anderen Seite Konsumenten, sondern bei uns ist es wirklich ein Kreislauf. Also es geht, da haben wir das Bild ganz am Anfang schon mal kurz gezeigt, wir können diese Wertekreise in 3 Schritten aufbauen, durch die soziale Wertschöpfung, durch die soziale Wertschätzung und die soziale Wertnutzung. So. Das Soul-Siegel bekommen Unternehmer, die nach diesem Prinzip oder nach diesem Standard produzieren und sich bei uns anmelden. Dann sieht man hier, dass wir mit dem Soul-Siegel und mit einer stufenweisen Einführung des Soul nicht alles gleich fördern. Also zum Beispiel der Soul kann 100% für den Tausch als Tauschkreis Wertmittel oder Tauschmittel verwendet werden. In der Wirtschaft hingegen, wenn es ums Kaufen geht, nur zu 50% höchstens. Also es gibt auch Unternehmer oder Partner, Wirtschaftspartner, die nur als 10 oder 20% Partner mitmachen. Das ist jedem überlassen. Was bedeutet das? Das heißt, wir sind noch immer mit einem Bein im alten Wirtschaftssystem, wo wir mit Euros ein Originalkaufgeschäft in Euros haben und nur ein Prozentsatz davon, wenn ich wo einkaufen gehe, ist dann mit dem Soul als Treuebonus oder als Prämie einzulösen. Hier ganz oben die 0%-Stufe ist im Prinzip dafür, für Unternehmen, die überhaupt keines unserer Kriterien erfüllen, die können halt kein Soul-Siegel bekommen, die können da halt nicht mitmachen. So, schauen wir mal uns diese App an. Also, man kann sich das in allen Stores runterladen, also es gibt diese App-Stores, ihr kennt das ja, den Apple Store und den Google Play Store und da kann man sich das runterladen unter Planet Soul Pay. Und man kann hier sofort sich ein Konto eröffnen. Gehen wir einmal in die 3 Punkte. Das erste ist einmal nachhaltig einkaufen. Wir haben einen Soul-Marktplatz in Arbeit. Derzeit ist die Webseite, muss ich an diesem heutigen Tag sagen, noch einmal in Umbau. Wir haben da etwas umstrukturiert, um zu umstrukturieren. Und zwar auf Planet Soul.net wird es einen Marktplatz geben. Und da reden wir jetzt davon, darum sage ich das auch ganz besonders, betone ich das besonders, das gibt es derzeit noch nicht.
wo wir alle unsere Partnerbetriebe auflisten werden. Und auf der App wird es so sein, dass ebenfalls die Partnerbetriebe, die hier teilnehmen, auch aufgelistet sind. Bei der App sind wir schon einen Schritt weiter. Das ist alles gerade im Hintergrund in Arbeit. Da haben wir derzeit repräsentativ ca. 20 Unternehmer eingepflegt, um das System einmal zu zeigen. Ja? Und man kann einmal sehen, wie das ausschauen kann. Diese App ist im Prinzip schon fertig entwickelt, ist aber noch nicht besonders nützlich, weil einfach nicht ausreichend Betriebe für euch da drinnen sind. Ja? Weil jeder Einzelne wohnt ja doch in einer anderen Region. Aber diese App hat dann nur einen Nutzen für ihn, wenn er auch in seiner eigenen Region Betriebe hat, die da mitmachen. Gut. Das nächste ist den Treuebonus sammeln. Die App ist so eingestellt, dass wenn ich etwas kaufe bei einem Partnerbetrieb und den Rechnungsbeleg abfotografiere, dass ich auf mein Treuebonuskonto einen Soul refundiert bekomme als Treuebonus. Das ist direkt auf der App. Und da geht es darum, diese Rechnungsbelege, ich zeige es euch dann noch im Detail, einzuscannen, und damit wird das lokale Einkaufen oder das Einkaufen beim Partnerbetrieb belohnt mit diesem Treuebonus. Und ebenfalls auf der App kann man dann direkt den Bonus umwandeln in Prämien und Mehrwertgutscheine. So, das habe ich hier noch getrennt gezeigt. Hier ein kleines Video, ich drücke da mal kurz drauf. Und zwar, wenn ihr so eine Rechnung habt, dann ist immer auf der Unterseite ein QR-Code. Das ist Finanzmarkt-ID, also Finanzamt-ID sozusagen. Die hat normalerweise einen Bon. Und ich gehe dann mit meinem Handy, mit dieser App drauf und tu das, ich schaue mal, ob das geht da. Dann könnte man das Video abspielen. Weiß ich nicht. Egal, ist nicht so wichtig, aber jeder kann sich's vorstellen, ich kann diesen QR-Code abscannen und dann wird es eben präsentiert. Ah, jetzt geht's noch. Genau. Also so geht das, so einfach kann ich einmal einen Bonus sammeln, indem ich bei einem Partnerbetrieb die Rechnung einscanne, die ich bekommen habe, wenn ich etwas eingekauft habe. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dann das einzulösen. Und zwar auf dieser App gibt es dann eingepflegt Prämien oder Mehrwertgutscheine. Und wenn ich dann ein gewisses Guthaben gesammelt habe, kann ich dann den Mehrwertgutschein von einem Partnerbetrieb damit einlösen. Es gibt verschiedene Varianten, wie ich sie einlösen kann. Ich kann sie direkt im Geschäft einlösen, indem ich meine App dem Verkäufer zeige, vor ihm auf Einlösen klicke. Und damit sieht der Verkäufer, dass es eingelöst wird, und deswegen gibt er uns dann zum Beispiel einen Preisnachlass in der Höhe dieses Mehrwertgutscheins, oder er gibt uns eine Prämie, zum Beispiel bei unserem Bäcker hier kriegt man einen Gratis-Kaffee zum Beispiel, wenn man diese Prämie einlöst. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten, wie diese Gutscheine und Prämien gestaltet werden, das machen wir dann mit den Partnerbetrieben individuell aus. Also da gibt es unglaublich schöne marketingtechnisch schöne Arbeit, wie man das umsetzen kann. Jetzt noch ganz wichtig, diese Treuebonus-App ist von unserem Verein gemacht, also in Auftrag gegeben worden an eine Firma, die Spezialist ist in diesem Bereich, Treuebonus-Apps zu gestalten. Und das ist sozusagen auch ein zentrales Konto. Also wir haben es hier noch nicht geschafft, ein dezentrales Bezahlungssystem anzubieten über diese App, aber das ist bewusst gemacht. Das dezentrale
System, das gibt es schon bei von unserer Seite auf einer Blockchain, die werde ich auch gleich zeigen. Aber derzeit ist es noch zu früh, um diese Transaktionen über digitale Wallets und über Blockchains zu machen. Dafür gibt es noch nicht genug Verständnis bei den Leuten. Ich zeige euch aber dennoch schon, was wir im Hintergrund vorbereitet haben. Und zwar gibt es neben unserer Treue-Bonus-App auch ein Wallet, und zwar von Infinity Economics. Infinity Economics ist eine Blockchain, genau. Und das Interessante daran ist, es gibt ja tausende Blockchains und Kryptowährungen. Bei dieser Blockchain geht es nicht um Spekulation oder um Kryptowährungen an und für sich, sondern hier geht es darum, ein System bereitzustellen, das eine neue Wirtschaft abbilden kann auf einem sicheren technischen Standard. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich durch einen finanziellen Beitrag selbst bei der Gründung von Infinity Economics beigetragen habe und auch ein Shareholder bin bei dieser Community. Und das Besondere an dieser Infinity Economics Blockchain ist, dass sie skalierbar ist. Das heißt, ich kann hier nicht nur einen digitalen Soul tauschen, ich kann auch für jeden einzelnen Teilnehmer, weiß ich nicht wo, auch immer, für jede Community, für die Steiermark oder für jemand anderen einen eigenen Token, einen eigenen Coin, Coin ist unter Anführungszeichen, in Wirklichkeit ist es ein Token, erzeugen, und der kann im gleichen Ökosystem auch getauscht werden. Und welche Kraft dahinter ist, ein unabhängiges, dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk, Mensch zu Mensch. Jeder hat sein unabhängiges Wallet, sein eigenes Konto, wo niemand zugreifen kann. Das zeige ich euch jetzt, was hier dahinter steckt, welche Power dahinter steckt, aufgrund eines kurzen Einführungsvideos. So, diese Blockchain gibt es schon etwas länger. Wir nutzen diese Blockchain, und wenn bei uns zum Beispiel jemand mitarbeitet in unserem Verein, es gibt hier mehrere Möglichkeiten, Speaker, Botschafter, Repräsentant des Systems, Redakteur, Organisator, Projekt, Teamleiter, Sponsor, Investor oder Wirtschaftspartner. Man kann hier in unserem Netzwerk mitarbeiten. Man bekommt dafür ein Pro-Bono-Einkommen, man bekommt ein Soul, und dieses Pro-Bono-Einkommen wird bereits auf deine individuelle Wallet gespeichert, und somit bist du bereits mit einem Bein in diesem neuen Ökosystem. Und derzeit ist es noch so, dass wir dann händisch dein Pro-Bono-Guthaben auf deine Bonus-App rüber kopieren bzw. Transferieren, wenn du Guthaben auf deiner App brauchst. Aber auch das wird es später dann direkt über die Blockchain geben. Wichtig ist, dass ihr seht, es gibt jetzt schon die Möglichkeit zu starten, neue Partnerbetriebe ins Netzwerk zu holen, und dahinter steckt ein fertiges, sicheres System, das alle, also da geht es dann nur mehr darum, dass wir Programmierer beauftragen, alle diese Funktionen in die Blockchain dazu zu programmieren, die wir brauchen, um alles dann digital abzuwickeln. Für alle, die nicht so Freunde des Digitalen sind, es geht hier um ein Wertesystem, es geht hier um einen freien Tausch von Werten. Also die Technik eigentlich ist im Hintergrund. Also natürlich kann man das auch ohne Blockchain, ohne Handy auch das Ganze umsetzen mit ganz normalen Papiergutscheinen, mit Aufklebern. Auch dafür haben wir Lösungen bereits vorbereitet. Und man kann im Prinzip sogar parallel das machen. Es soll für jeden Menschen die richtige Technik
da sein und man kann das alles integriert in einem System hier bei uns machen. Noch einmal hier die Einladung. Man kann sich direkt bei uns im Verein anmelden, mitzumachen in einem sogenannten einer Kreativwerkstatt. Und man kann auch Workshops bei uns buchen. Wir haben hier Erlebnisworkshops und Lehrgänge. Da ist nämlich auch ein Praktikum bei Radio Sol dabei, wo wir alles, was wir hier lehren, auch direkt umsetzen im Team von Radio Sol. Da kann sich einer spezialisieren aufs Moderieren, der andere auf Marketing und so weiter. Also das haben wir alles vorbereitet und am besten ist der nächste Schritt hier, sich einen Workshop oder einen Lehrgang zu buchen. Unter booking.radiosol.at haben wir eine Buchungsseite gemacht. Und so ist es möglich, dass wir einzelne Vereine und Regionen mit an Bord, ins Boot holen. Denn wir als kleiner Verein können das nie machen. Es kann nur über dieses Workshop-System funktionieren, dass wir das aufrollen in Europa und in Österreich natürlich auch und im Dachraum vor allem. Und so sehen wir die Möglichkeit, dass wir wachsen können gemeinsam und dass wir diese Circles und Wirtschaftskreise aufbauen. Ja, damit bin ich schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir kommen zum Teil 3, zu unserer Fragerunde. Was beschäftigt uns oder was beschäftigt dich am meisten? Vielleicht nochmal die Frage. Und ich freue mich auf euer Feedback jetzt. Wer ist der Erste? Wer möchte etwas dazu sagen oder fragen? Oh, da gehe ich heute mal was, gell? Hallo. Hallo Manfred. Hallo Gerhard. Genau. Ja, ich bin das erste Mal auf so ein alternatives Zahlungssystem schon vor einigen Jahren gestoßen. Und zwar ist ja vor kurzem der Reinhard Auinger dazugekommen. 17. Teilnehmer. Der hat schon mal eine Idee gehabt. Und Reinhard, hörst du mich? Warte, ich verstehe dich jetzt nur abgehackt. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Okay. Kannst du es nochmal wiederholen, bitte? Genau, ich habe gesagt, Reinhard Auinger ist ja auch dabei. Der hat sich mit einem alternativen Zahlungssystem schon mal beschäftigt. Und der ist auch dazu gestoßen. Ja, er ist noch da, zumindest im Foto. Reinhard, bist du auch richtig anwesend? Hallo? Kannst du dich mal melden? Ich höre dich. Reinhard sagt, ich höre dich. Mhm, okay. Reinhard sagt, möchtest du auch was sagen dazu? Du musst das Mikrofon einschalten. Ja. Ihr könnt übrigens auch Fragen in den Chat reinschreiben, ja? Yes. Funktioniert. Reinhard, hallo? Ja, ich bin spät eingestiegen. Genau. Ich habe jetzt noch nicht so viel Mikro, leider. Also ich werde mir es einfach nur anhören jetzt. Du Reinhard, genau. Ich wollte nur sagen, du hast dich schon mal beschäftigt mit einer tollen Idee, wie hat die Währung damals geheißen, die du da aufbereitet hast oder du hast es zwar nicht erfunden, aber du hast das irgendwo verfeinert und hast das ziemlich in die Breite informativ gebracht. Wie hat das geheißen bei dir? Ja, das wäre Gradido gewesen, also nach dem Vorbild der natürlichen Ökonomie wäre das gewesen. Genau. Super, Gradido kann ich sehr empfehlen. Ich kenne den Bernd Hückstedt auch persönlich, ich habe ihn schon auf Sendung gehabt. Ich finde das ganz großartig, was er macht. Das stimmt auch von der Wertephilosophie, alles passt bei ihm. Bei der Umsetzung war es mir etwas kompliziert, aber ich glaube auch eher, es ist alles in Entwicklung. Also alles verbessert sich und auch das Sol-System ist nächste Woche schon wieder einen Schritt weitergekommen. Das ist bei ihm genau das Gleiche. Und er ist sozusagen in Deutschland hier, ich glaube in Nähe Chiemsee oder woanders, weiß ich genau wo, großartig unterwegs. Meine Vision ist, dass wir unterschiedliche regional gewachsene Systeme auch verknüpfen, dass es sozusagen auch eine
ja, man könnte sagen, eine Tauschbörse gibt, dass wenn ich die Region verlasse oder woanders hinfahre, kann ich dann mit dem Sol-Guthaben das umtauschen in ein Gradido-Guthaben oder wie auch immer. Das wäre möglich. Und was ich zu meiner App noch dazu sagen möchte, die hat eine Standortfeststellung. Das heißt, ich kann sie in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland überall verwenden. Es werden immer die Unternehmer, die in meiner Nähe sind, an erster Stelle angezeigt. Also die ist dazu geeignet, dass wir sie im ganzen Dachraum verwenden. Gibt es noch andere Fragen oder Kommentare? Klaus Samba, bitte Mikrofon einschalten, ja? Ja, ich habe eine Frage, und zwar hatte ich gehört, dass Bitcoin, wenn man diese Sache installiert, sehr, sehr viel Energie verbraucht. Steckt da was dahinter oder können Sie dazu was sagen? Gerne. Also es gibt verschiedene Arten von Blockchains. Also Bitcoin ist so eine typische Blockchain, die sehr viel Strom verbraucht, das ist richtig. Das ist aber nicht bei allen so. Und das ist ein System dahinter, das heißt Proof of Work. Und unsere Blockchain funktioniert auf dem Prinzip Proof of Stake. Und das verbraucht nicht diese Strommengen. Also das ist total wirtschaftlich. Also das ist gar nicht zu vergleichen. Das ist ein Punkt, ja. Also diese Ökologie dahinter bei Blockchains wie bei Bitcoin ist schrecklich in Wirklichkeit. Die Frage, was sagt das Finanzamt dazu? Ist es, wer hat das geschrieben? Alois? Alois, ja. Ganz einfach, und zwar, das Finanzamt sagt Folgendes. Das Finanzamt erlaubt Rabatte, ich fange mal so an, und zwar aus dem Grund, weil ein Unternehmer, wenn er Rabatte verschenkt oder Treueprämien oder einen Treuebonus einlöst, dann hat er zwar weniger Umsatz, das schmerzt das Finanzamt, aber das Finanzamt erlaubt das trotzdem, weil nämlich der Unternehmer à la longue dadurch sich mehr Umsatz erwartet durch seine ganzen Preisnachlässe und Rabatte und Gutscheine, die er einlöst, und damit in der Summe wieder mehr Umsatz macht und damit das Finanzamt auch wieder davon profitiert. Deswegen werden Gutscheinsysteme, so wie es das Sol ist, erlaubt. Also wir bewegen uns ganz bewusst nicht in dem Bereich einer Sekundärwährung, sondern im Bereich eines Gutscheinsystems. Also das Sol ist ein Gutscheinsystem. Damit sind wir auf der sicheren Seite, das ist auch ganz wichtig. Harald? Beantwortet sich damit auch schon, Gerhard, die Frage, was mit der Frage vom Alois aus Kärnten, was die FMA damit sagt, mit deiner Argumentation, dass du so argumentierst, das ist keine Parallelwährung, sondern ein Gutscheinsystem. Ist das so? Das ist genau so. Also ich bin noch nicht in direkten Kontakt mit der FMA gekommen, Gott sei Dank. Aber da, wie gesagt, wenn du noch dazu sind wir ein, wir haben ja das große, also diesen großen Vorteil, dass wir das auch wirklich praktikabel leben. Wir sind ja ein Medienbetrieb als Radiosender, ja, und dieser Medienbetrieb, der arbeitet in einem Kreislauf zusammen mit den Konsumenten, das sind die Hörer und Mitglieder und der Community und mit den Partnerbetrieben, ja. Und in Wirklichkeit werden wirklich nur Gutscheine erzeugt bei den Partnerbetrieben und bei Radio Sol. Die werden ausgetauscht und dann in Kreislauf gebracht. Also es ist kein Leistungsversprechen auf diesen Gutscheinen drauf, sondern es ist man könnte sagen, eine Leistungsoption dahinter, aber nicht einmal das. Es ist eigentlich nur eine Wertoption, eine Rabattoption, könnte man fast sagen. Weil wenn ich einen Mehrwertgutschein einlöse, dann bleibt es immer wieder dabei, dass es ein Originalkaufgeschäft in Euros gibt und ich einfach nur einen Werbeaufwand einlöse. Und das kann auch der Unternehmer finanztechnisch als Werbeaufwand oder Marketingaufwand buchhalterisch ausbuchen. Ich kann und Marketing. Okay, und die abschließende Frage, ich kann aber, korrigier mich bitte, wenn ich Blödsinn rede,
den Sol erwerben über Euros? Nein, das wäre natürlich fatal. Ah, ja. Da sind wir dann in dem Problem, wie es halt der Wörgler hatte und wie halt andere Systeme dann abrutschen oder angreifbar sind, sagen wir so mal. Und zwar den Sol kannst du nie erwerben, du kannst ihn auch nicht verkaufen. Wir haben das so gelöst, wir haben ein rechtlich geschütztes Ökosystem, den Verein. Und innerhalb des Vereins kannst du Werte tauschen. Ja? Und wenn du jetzt, also wir haben die eine Seite, dass du eine soziale Spende, einen Mitgliedsbeitrag oder eine ehrenamtliche Mitarbeit hier einbringst, ja, und dafür hast du aber keinen Anspruch, ja, für irgendwas, sondern du bringst es ein. Aber innerhalb des Vereins bedankt sich der Verein und schenkt dir ein Solguthaben vom Gesamtkonto auf dein individuelles Vereinskonto. Ja? Okay. Umgekehrt, du kannst auch nicht den Sol in Euros umtauschen. Aber wir haben den Weg zum Beispiel, du kannst mit dem Sol nicht nur Rabatte oder also Mehrwertgutscheine oder Prämien damit bekommen, sondern du kannst auch zum Beispiel bei Gewinnspielen teilnehmen. Und da haben wir eine großartige Möglichkeit über das Radio. Wir können beim Radio Gewinnspiele machen, wo du Euro-Werte gewinnen kannst. Du kannst, was ich, 1.000 Euro Haushaltsbudget gewinnen. Und alle, die hier mitmachen, also es ist so spannend, wir können über die Medien und über unsere Möglichkeit des Marketings so viele Dinge realisieren, die ein normaler Wertekreislauf nie machen könnte. Und sogar und das voll legal. Das ist großartig. Da gibt es ganz viele Ideen und da gibt es auch viele Ideen, die noch dazukommen. Bruder? Ja, ich darf euch jetzt schon herzlich einladen für 6. und 7. oder 8. Juni zum Forum Seitenstetten, wo wir ja schon über 15 Jahre dabei sind, uns mit Geldsystemen auseinanderzusetzen. Wir haben alle Geldsysteme dort oder die meisten Geldsysteme bereits schon durchgeackert und heuer wollen wir wieder neu die Leute zu Wort kommen lassen. Aber irgendwann müssen wir das mit den Politikern also realisieren und in Vernunft bringen. Und ich bin ja auch schon länger dabei mit meinem Vulkanland-Token sozusagen. Und das funktioniert hundertprozentig. Ich kann ja alles machen. Ich darf nur nicht ein System in die Welt bringen, so wie es eben die Wörgler waren, nämlich einen Zusatzschilling, wie die das gehabt haben, und die dann zum Umtauschen wieder in Realschilling zu verwenden. Das geht nicht. Aber wenn ich irgendeine Gutschrift oder was habe, das ist rechtlich alles gesetzt. Bei mir ist es sogar so, dass ich sogar ein Zahlensystem ausbringe, ohne dass ich sage, das ist ein Euro-Wert, sondern das ist ein Zahlenwert. Und einen Zahlenwert kann ich tauschen, so oft, dass ich will. Ich kann sogar in die Buchhaltung mit reinbringen, ob ich jetzt zusätzliche Konten habe, Fremdwährungskonten oder ein Real-Vor-Ort-Konto. Das ist egal. Ich kann das sogar in die Buchhaltung mit einbringen, wenn ich die Rechnungen aber versteuere alles zu 100% in Euro. Und dann funktioniert das. Wir haben das in den Unternehmen bereits schon immer wieder gehabt. Es gibt ja einige Firmen, die mit dem arbeiten, das heißt B2B-Connection. Und da habe ich zum Beispiel bei einer Druckerei um 40.000 Euro meine Kataloge drucken lassen, ohne dass ich die Bank dabei gebraucht habe. Das ist eine Kreditierung von dieser Firma gewesen. Da gibt es eine Zentrale, wo die Abrechnungsstelle ist. Und ich habe meine Waren an meine Kunden wieder gratis weitergegeben. Nicht gratis weitergegeben, aber ohne, dass die mir Euro bezahlt haben, sondern es ist über das Buchungssystem gelaufen. Also das funktioniert alles. Das ist überhaupt kein Thema. Mhm. Ja. Ich bin gerne dabei im Juni. Weil ich die Josefa jetzt schon sehe, herzlich willkommen, Josefa. Du, wann haben wir das? Am 7. bis 9. Juni, glaube ich, ne? Also unser Symposium. Nein, vom 9. bis 11. Noch einmal, 9. bis 11. 9. bis 11. Das ist okay. Das Wochenende nach von Leichnam. Okay. Danke, grüß dich Gott, ich hole leider nicht früher.
kommen können. Ja, hast du alles verpasst, aber wir haben eine Aufzeichnung. Du hast die Glück gehabt. Sehr gut, sehr gut. Herzlichen Dank. Wir haben einen Profi dabei. Super. So schön. Okay. Es geht nur darum, um eine Bewusstseinsmachung. Und ich habe meinem Bürgermeister darauf das vorgeschlagen, wie wir das Vulkanland Zeitwert einsetzen können. Ich brauche aber zumindest 3.000 vor Ort seiende Leute, die sich in diesen Verein eintragen wollen. Und dann habe ich vorgeschlagen, ihr zahlt 100 Euro, also bis 100 Euro, zwischen 10 und 100 Euro in die Sachen halt ein, in den Verein und bekommt dafür das Fünffache zurück auf euren Handy-Wallet. Ja? Und das hätte ich gern mit Radio Sol gemacht. Ne? Also dieses Handy-Wallet, wo ihr schon weiter seid. Und das können wir ohne weiteres durchführen. Ist überhaupt kein Thema. Super, und gerne. Weil die Firmen sind ja dann auch bestrebt, sich einzutragen, weil sie ja da 20, 30 oder gar 50% preiswerter sein können gegenüber alle anderen, wenn sie das haben wollen. Nur müssen sie schauen, dass sie dieses Vulkanland-Zeitwertsystem wieder weitertragen. Und das kommt nur ein zusätzliches Geld in den Kreislauf der Wirtschaft ein, ohne dass wir Euro benötigen. Und das ist wunderbar. Mhm. Also man könnte eine Kooperation in zwei Richtungen angehen. Das erste ist, dass wir sagen, Vulkanland, Token oder wie immer das auch heißt, wird in der Infinity Economics Blockchain angelegt und kann über die Wallet genauso getauscht werden. Ja, das gehen wir dann durch, wir zwei. Das geht relativ rasch. Und das andere ist, dass man sagt, ja, es gibt eine Tauschplattform, unser Verein spendet dem Vulkanlandverein, sagen wir mal, eine Menge von 10.000 Sol und dafür kriegt der Verein, unser Verein, 10.000 Vulkanland-Dings und dann hast du plötzlich in deiner eigenen Community auch ein Guthaben, das nennen wir dann Instant-Wertschöpfung und Tausch, dass die Leute, die bei uns im Ökosystem sind, auch zu dir fahren können und umgekehrt, dass deine Mitglieder auch in unserem Sol-Ökosystem ihre Dienstleistungen abrufen können. Ja, das gehen wir dann im Detail durch. Das muss ja dann durchdacht werden. Ne? Mhm. Ich muss es einmal irgendwo vor Ort einmal probieren können. Ja? Ja. Und wenn ihr das schon ausprobiert habt, brauchen wir es ja nur übernehmen oder umgekehrt. Stimmt. Ne? Und wenn irgendjemand in Österreich sagt, na, da möchte ich mich anschließen und ich habe schon etwas, herzlich willkommen. Ja. Ja? Ich habe zum Beispiel also unsere Lehrgänge dauern 4 Monate. Da werden alle die Kreise betreut. Das geht von März bis Juni, der nächste Lehrgang. Und es wird vielleicht im Februar, wenn genug Interessenten sind, so einen kleinen Workshop geben, damit man mal die wichtigsten Sachen speziell für den Wertetauschkreis und für das Ökosystem lernen kann, weil nicht jeder braucht den gesamten Lehrgang, wo es ja auch um Medienmanagement geht und Kommunikation und so weiter. Also da können wir dann auch noch im Detail reden. Also da bitte meldet euch bei mir direkt über booking.radiosol.at, da machen wir uns einen Termin aus und da werde ich das alles dann beginnen zu koordinieren. Aber vom Zeithorizont gibt es jetzt da eben ab März den Lehrgang. Übrigens, ich bin in einer Woche bin ich im Allgäu. Da gibt es eine große Organisation, die unser System verwenden wollen. Und dann gibt es in Tirol noch eine größere Organisation, die im jetzigen Jahr dann dazu kommen werden. Also es gibt mehrere Organisationen, die das nützen wollen. Und ja, da tut sich schon einiges. Und das, für mich ist es natürlich urschön, dass das jetzt Interesse besteht und dass sich hier da was bewegt. Der Heinrich hat vorhin aufgezeigt. Heinrich. Der Alois. Na, der Alois auch, aber ihr habt vorhin den Heinrich gesehen. Heinrich, fang du einmal an, bitte. Ja. Nein, ich wollte zum Forum Seitenstätten noch sagen, wir wollten das wirklich als eine Ideenplattform sehen, wo sich Ideensysteme treffen und sich wechselseitig befruchten und dass wir in Schwarmintelligenz zu besseren Lösungen kommen. Aber meine zentrale Frage, die ich dem Franz Hörmann schon gestellt habe, ist, was machen wir, wenn die IT-Systeme gestört oder zerstört werden?
Jeder moderne Großterrorismus oder jede moderne Kriegsführung beginnt mit IT-Kriegsführung, Energiekriegsführung und Verkehrskriegsführung neben der militärischen. Und da müssten wir eigentlich auch einen Weg entwickeln, wie wir die großartigen Ideen zu Fuß weitertragen können. Ja, das ist ein super Einwand. Das geht am besten lokal. Aber ich möchte noch zum Abschluss für den hervorragenden Vortrag und vor allem für die großartige optische Gestaltung danken. Danke. Ich habe es mit einem Wort schon gesagt, Heinrich, und zwar, das Ganze geht auch ohne Technik, nämlich indem man Papiergutscheine verwendet oder wir haben hier Aufkleber. Aber ja, wenn wir so einen großen Ausfall haben von Strom, ja, oder von, dann werden unglaublich viele Systeme einfach nicht mehr funktionieren. Da ist sowieso Ausnahmezustand. Unser System könnte auf dieser Ebene weitergeführt werden. Aber eins möchte ich noch dazu sagen, und zwar eine große Stärke der Blockchain-Technologie ist, dass wenn regional oder auch kontinental Strom ausfällt, dass diese Blockchain nicht gestört wird. Ja, weil sie über ein weltweit vernetztes Computernetz die Daten immer aufrechterhalten werden. Das ist das Herausragende an dieser neuen Technologie. Also im Prinzip ein Bankserver ist viel anfälliger als eine Blockchain, ja? Weil ein Bankserver, der kann sabotiert werden. Und eine Blockchain in diesem Sinne nicht. Das ist auch der Grund, warum gerade im Hintergrund, viele wissen es vielleicht schon, auch das derzeitige zentralistisch geführte Geldsystem gerade umgebaut wird auf Blockchains. Und es wird alles digital umgebaut. Also es wird einen E-Euro geben. Und da gibt es, wenn du mal in der elektronischen Welt mit deinem Geld sozusagen verhaftet bist, dann ist es wichtig, wer dieses Geldsystem lenkt. Da ist es wichtig, dass du weißt, welches Bewusstsein hat diese Gruppierung, die dein Geldsystem steuert. Und dann ist es wichtig, dass du eben nicht in einer zentralistisch gesteuerten Blockchain, da gibt es zentral Banking-System bist, sondern dass du dann in einer echten DAO bist, so wie unsere Blockchain. Das ist auch ein Unterschied, da gibt es Unterschiede. Die DAO-Blockchain, wie wir sie haben, ist tatsächlich eine dezentrale, autonome Organisation. Also da gibt es keinen, der irgendwie darüber steht, der irgendein Konto beeinflussen könnte, löschen könnte. Du bist allein verantwortlich für dein Guthaben, für dein Konto. Wenn du den Schlüssel dazu verlierst, dein Passwort, dann kann dir das niemand wieder zurückgeben. Du bist voll verantwortlich, aber es gibt niemanden, der irgendwas beeinflussen kann aufgrund bei einer echten DAO. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, technisch gesehen, dass es auch das gibt. Ja, ja gut. Der Ernst hat aufgezeigt. Wer? Ah, der Alois ist noch vorher gewesen, gell? Nein, danke, es war nur ein Gruß, danke, alles klar. Okay, dann Harald bitte. Ja. Na, der Alois kennen wir. Also, okay, dann alles kennen wir noch vorher. Ja, hallo. Hallo. Ich finde das hochinteressant, alles. Und die letzte Frage, was passiert, wenn der Strom ausfällt? Da sind wir, glaube ich, einmal am besten gerüstet, weil unser Prinzip mit unseren Dorfstunden, also ich rede von den Dorfstunden, von unserem Dorfstundensystem über den Verein Gemeinnützige Dorfgemeinschaften. Wir haben da ein reines Tauschsystem aufgebaut. Und was ganz genau zu deinem System passt, ist das Wertesystem eigentlich. Wir tauschen Werteinheiten. Ob das jetzt Dorfstunde heißt oder wie immer, ist ja eigentlich egal. Aber wir haben eine fälschungssichere Wertkarte entwickelt, praktisch diese Dorfstunde. Ja? Mhm.
die sollte fälschungssicher sein, ist aus einem Holz, das man nicht fälschen kann eigentlich. Hat eine Seriennummer drauf, die man auch nicht fälschen kann, ist rückverfolgbar bis zum Ursprung. Und das Um und Auf dieser Wertkarte ist eigentlich die Wertbeständigkeit. So, es wird nicht verschenkt und der Wert soll sich auch nicht verändern. Und der Wert ist angepasst an den Wert einer Stunde in einfachster Art, also für einfache Dienstleistungen im Privatbereich. Das ist eigentlich die Größenordnung, die Werteinheit, die eigentlich jedes Zahlungssystem überdauern müsste. Nicht? Ist egal, ob wir jetzt die Rubel kriegen oder irgendwas, wie immer das heißt, oder Blockchain oder was der Kuckuck was. Wenn ich eine Dorfstunde besitze, dann weiß ich, das ist der Wert, wo ein Mensch im Freundeskreis bereit ist, eine Stunde dafür zu leisten. Ja. Und dieser Wert wird sich immer ermitteln lassen, egal welches System in Zukunft existiert. Und die Sicherheit, die sich daraus ergibt, ist eigentlich nur die Gemeinschaft. Und wir verzichten von ganz bewusst einmal auf die großmächtige Verbreitung in der ganzen Welt. Das kann sich von selber verbreiten, ist egal. Aber es soll sich verbreiten immer nur über Gemeinschaften. Und die Dorfstunde wird eigentlich nur dann einen echten Wert haben, wenn es eine Gemeinschaft von Leuten gibt, die damit Tauschhandel betreiben. Und was anderes wollen wir überhaupt nicht machen. Ne? Also ja. Wir wollen uns weit und breit entfernen von jedem Geldsystem. Das ist kein Geld. Das ist ein wertbeständiger Tauschobjekt. Genauso wie wenn ich eine Silbermünze da hätte jetzt. Zum Beispiel der alte 25er, den haben wir mal eintauscht um 1,80 Euro. Und jetzt kann man verkaufen um 16 Euro zum Beispiel. Nur, dass man weiß, was Wertbeständigkeit eigentlich bedeutet. Mhm. Du alles, ja. Ich finde das großartig, was du hier machst. Das ist auch, ich sehe das auch so, dass wir da kooperieren. Du hast mir dankenswerterweise schon ein paar Dorfstunden geschickt, dass ich es auch angreifen konnte. Ich finde das total sympathisch, dass das Holz ist, ja, dass es aus Holz gemacht wurde. Und dass das wirklich für kleine Dorfkreise super funktionieren könnte oder ergänzend ist. Also das kann sich wirklich gut ergänzen. Ja. Ich finde das sehr gut und ich möchte dich gerne in unserem Marktplatz auch mit dazu reinnehmen, dass es auch diese Dorfstunden bei uns gibt, dass man weiß, dass es das in deiner Region gibt oder wer das jemals in seiner eigenen Region machen möchte, weil ihm das sympathischste System ist, dann wird er auch über uns zu dir kommen und du wirst es dann dort ausweiten. So helfen wir uns gegenseitig und ich unterstreiche auch dieses Wort und diese Gedanken, wo du gesagt hast, in Wirklichkeit geht es um Gemeinschaft. Danke, dass du es gesagt hast. Und wenn ich noch eins drauflegen darf, wir sind einen Riesenschritt weiter gegangen und zwar mit dem Pool-System. Mhm. Und das Pool-System ist eigentlich nichts anderes als eine Datei, wo praktisch diese Dorfstunden, wenn es größere Ausmaße einnimmt, wenn ich jetzt 10.000 Dorfstunden hätte, wäre ich nicht einen neuen Baum umschneiden müssen und so viele Karten zu erzeugen, sondern wir können das auch kontomäßig verwalten. Und da ergeben sich durchaus auch die Möglichkeiten der Kooperation mit dem System, was du da hast, mit deiner App und so weiter. Man könnte da Kontoführungen machen. Und das Pool-System hat eigentlich den Hauptzweck, der Vorsorge. Wenn ich zum Beispiel 1.000 Stunden im Vorsorgepool verbucht habe, das sind das praktisch im momentan etwa 10.000 Euro wert und der bleibt immer gleich, egal, auch über Generationen hinweg. Du, alles. Und ich habe mir das, wir haben uns das schon gemeinsam auch angeschaut, das finde ich großartig. Ich hätte eine Bitte, dass du deinen Link in den Chat hineinschreibst, dass jemand, wenn jemand sich dafür interessiert, für die Details, dass das jemand sich anschauen kann. Und die Einladung gilt natürlich auch an alle anderen, dass jeder
seine Links und Kontaktdaten in den Chat hineinschreibt und dass jeder, so wie der Alois jetzt auch, wenn er ein eigenes System hat, es gerne auch mit ein paar Worten, aber wirklich auch kurz gerne noch dazu erwähnen kann, sodass jeder kurz auch sich vorstellt, wenn er in diesem Bereich jetzt, in dieser Thematik hier auch etwas Eigenes macht oder wie es zusammenpassen könnte mit einer Kooperation mit uns. So, ich würde dich bitten, also der Ernst Brossing hat auch schon sehr lange aufgezeigt. Danke, dass du darauf achtest. Zu halten, informativ, damit alle drankommen oder mehrere drankommen. Bitte. Soll ich da oder wer soll jetzt kommen? Ernst Brossinger. Der hat vor mir noch aufgezeigt. Da vorher ist ja da alles Krämer, als da vor mir gereiht worden. Aber der Ernst Brossinger hat schon sehr lange. Okay, nein, Harald, du kannst ruhig reden. Es ist kein Problem, wir haben ja genug Zeit. Okay, du Harald oder soll ich? Nein, kannst du ruhig fahren. Passt schon, ich komme noch nicht. Jawohl. Gut, Rudolf, ich hätte die Frage an dich: Wie kommt man zur Einladung von Seiten, Städten vom Forum? Mich würde es interessieren. Ja, ich gebe das dann in den Chat rein. Ich schreibe das alles in den Chat rein. Gell? Genau, ich schreibe es rein. Okay. Meine Sache ist immer das, die Ideen sind sehr gut alle. Der Überblick fehlt mir komplett. Also ich bin ein bisschen eher der Neuling in die Richtung. Für mich ist immer das, was kann ich sozusagen alltagsangewandt nehmen und wie können wir es gemeinsam schaffen, dass wir etwas Alltagsangewandtes schaffen. Ich mache einen ganz kurzen Kreis, ich halte mich kurz, wie der Rudolf gesagt hat, aber nur mein Gedankengang dahinter ist das Wichtige für mich jetzt zu sagen. Also es gibt jetzt von Solradio ganz viele Sachen und Gerhard, du hast mir das schon mal ganz genau erklärt, auch bei ganz vielen Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe, ganz simpel gesagt, ich habe Euro in der Hand, gehe zum Geschäft und kriege da was, was halt angeschrieben ist, ein gewisser Wert für die Tomaten. Ja. Und das ist relativ einfach mit einer Währung. Ja. Was der Alois zum Beispiel angesprochen hat mit einer Stunde, das ist mal schwer zum Vergleichen. Lokal kann ich es mir gut vorstellen, aber jetzt sage ich mal, wenn irgendwo in einer Fabrik ein riesen Eisendrum erzeugt wird, da sitzen ja vorher ganz viele Leute dran. Wie wertet man das oder wie setzt man den Vergleichswert an auch? Ja? Wie kann etwas sozusagen lokal wirken und genauso im Großen? Und wie schaffen wir das auch zum Beispiel? Dieses Ökosystem, was du beschlagst, zum Beispiel beim Gerhard, wie kann ich es auf einfache Art und Weise rausgehen? Weil mir fehlt noch immer so ein bisschen der Zugang dazu, dass ich sage, okay, jetzt gibt es noch diese Gutscheinaktion, dann gibt es diesen Token, dann gibt es das und das und das. Das ist für mich im Alltag fast nicht lebbar. Ja. Das ist die Sache. Also wie können wir das Ganze vereinfachen, dass zum Beispiel ein System in Lokalen genauso wie in Großen wirken kann? Das ist die Frage von mir. Ja, also das geht so, dass wir gemeinsam in einem Workshop für deine Region einen Folder machen, dass wir das dann mit deinem Verein rausschicken, dass man die Leute, die Unternehmer einlädt, ihnen die Vorteile zeigt. Da gibt es dann einen fertigen Folder. So wie es auch einen Folder vom Jö Bonus Group gibt, gibt es einen vom Soul Bonus Group, dann einen Folder. Und so zeigt man das und so kann man das gemeinsam aufbauen. Das ist relativ einfach. Und der erste Schritt ist sowieso das Einfachste, nämlich der Unternehmer muss noch gar nicht Partner sein, sondern ich kann einkaufen gehen, ich fotografiere mir die Rechnung ab, schicke sie zu Radio Soul und sage, ich hätte gern dieses Geschäft, da kaufe ich gern ein, dass die Partnerbetrieb sind. Und wir melden uns dann bei diesem Betrieb. Und das machen wir im Rahmen eines Gewinnspiels. Alle, die bei uns Rechnungen einschicken oder Kontakte von Unternehmen, die sie gern hätten, die machen bei dem Gewinnspiel mit, kriegen ein Einkaufsguthaben und die App runterladen kann sich sowieso jeder. Nur die App runterladen, da warte ich noch etwas, bis wir noch ein paar Feinheiten, auch ein paar Betriebe drin haben, die vielleicht überregional interessant sind, weil besser wäre, wenn man zuerst ein paar Betriebe hat, wo du was nützen kannst davon. Es werden auch ein paar Online-Shops dazukommen, wo es dann egal ist. Da fragt man sich wieder, naja, was ist dann lokal an einem Online-Shop, den man überall sozusagen dann öffnen kann. Aber ja, der Online-Shop ist ja auch von einem lokalen Betrieb gemacht zum Beispiel. Ja, es muss ja jetzt
kein Amazon sein. Ne? Also, weil das ist ja von der Ideologie kontraproduktiv, im Gegenteil. Ne? Aber es gibt sehr wohl tolle Online-Shops. Und so, wenn wir ein Potpourri haben von ein paar interessanten Marktplätzen, dann kann man auch die App immer mehr präsentieren und rausbringen. Also ich sehe das so, dass man einfach in einer Region beginnt, so wie wir es hier in Wien machen. Da braucht es einfach ein Team-Meeting mit einem Verein, dass wir das in einem Workshop gemeinsam erarbeiten, dass wir sagen, welche 10 Leitbetriebe oder Leitbetriebe im Sinne von, die passen am besten in das in den Sol-Wertmaßstab hinein, wollen wir da reinnehmen, mit denen beginnen wir. Und so ist das ein Prozess von circa einem Monat, dass man sowas aufbaut. Ja, also es ist nicht so, dass du sofort nützen kannst, ja, genau. Aber du kannst sofort diesen Workshop machen, das geht. Das geht sofort. Es geht ja tatsächlich um Austausch. Also wir müssen unsere Ideen austauschen. Es ist ja ganz was Neues wieder, was wir in die Welt tragen. Ja. Eigentlich ist es gar nicht neu, aber es ist zu klein. Und wir wollen alle das Größere gleich bringen. Harald, du wolltest das Nächste kommen. Darf ich nur ganz kurz was dazu ergänzend sagen? Für mich geht es immer darum, die tägliche Anwendung, dass es einfach gehalten wird. Und ich sage mal, ich bin jetzt der Osteopath, Physiotherapeut. Ich habe einen gewissen Tarif, Stunde. Ja. Das ist ein bisschen nicht so leicht zum Schaukeln, weil, ich sage mal, wenn ich hingreife, verdiene ich Geld. Ja. Anders ist zum Beispiel bei einem Geschäft, das Waren verkauft. Da läuft das Ganze ein bisschen anders. Das heißt, das sind 3 Verkäufer, die dann 10.000 Waren verkaufen. Das ist also der Gegenwert oder der Vergleich ist schwer zum Tätigen für mich. Ja. Die zweite Sache ist, genau, wie tun wir es einfach handeln? Weil, wie gesagt, der Vorteil von Geld, sei es jetzt auf der Karte oder in der Hand, ich gehe hin und weiß, okay, für die Euro kriege ich das und das gezahlt auch. Gell? Und darum so einfach die Idee, wie schaffen wir das im Alltag, steht die Frage dazu. Ja? Das muss jetzt nicht beantwortet, sondern ich stelle es in den Raum. Wie schaffe ich es, Einfachheit zu erreichen und trotzdem eine, ich nehme jetzt das von Christian Faeber, den Ausdruck, eine gemeinwohlwerte Gesellschaft zu werden vielleicht. Ne? Ich stelle mir diese Frage in den Raum jetzt einmal für mich. Weil mir fehlt noch ein bisschen die Idee, wie kann das einfach funktionieren? Also es ist total einfach. Also im Prinzip wirst du Partner bei uns. Du wirst in unserem Marktplatz und in unserer App dann präsentiert. Und jeder, der die App hat, kann dann bei dir eine Prämie, dann Mehrwertgutschein von dir einlösen, den du uns zur Verfügung gestellt hast. Du gibst uns ein Kontingent an Prämien oder Mehrwertgutscheinen und du kriegst im gleichen Zug kriegst du genauso ein Guthaben, wie du unseren Wert von Gutscheinen gegeben hast von uns und damit hast du sozusagen den ersten Schritt gemacht, bei uns Partner zu werden. Ja, und wenn du keine Registrierkasse hast, dann brauchst du keine Kassenzettel ausdrucken, sondern da kriegst du von uns einen Aufkleber-QR-Code und der Kunde scannt dann diesen QR-Code ein und da ist zum Beispiel hinterlegt ein 5 Euro oder 10 Euro Wertgutschein oder so. Auch das geht. Also da brauchst du auch nichts mehr. Also es ist sehr einfach. Wie gesagt, da braucht es einen eigenen Workshop dazu, dass man das genau macht, weil da gehe ich auch schon total ein auf dein Firmenbranding, welche Branche hast du, wie ist es am besten umsetzbar, wie schaut deine Infrastruktur aus. Und das ist aber alles machbar. Also das heißt, der Vergleich, was ich sozusagen abgefragt habe, ist wieder mit einem Euro gleichzusetzen. Ja, weil es am einfachsten ist, weil ich habe keinen Wechselkurs, ich muss nicht immer die Werte neu durch den Kopf gehen lassen. Und jeder tut sich am leichtesten. Also es soll auch immer einfach sein, wie wir ganz am Anfang bei der Studie auch gehört haben. Ja. Also, aber... Leichter vorstellbar für mich jetzt. Okay, super. Danke. Ich würde gerne im Februar, wenn sich genug anmelden, so einen Workshop machen, wo wir das ganz konkret für jeden einzelnen Betrieb, der mitmacht, gerne umsetzen. Also könnt ihr gerne weitersagen. Meldet euch bei mir. Okay, wer hat Rudi, Harald. Wer hat als nächstes gemacht? Harald Orthammer. Bitte, Harald. Ja.
Herr Gerhard, ja, danke für deinen Vortrag. Er war wirklich auch erstklassig gut gebracht und auch mit den ganzen Folien. Wie die Diskussionen jetzt hier schon begonnen haben, mir gefallen insofern auch also diese Beiträge auch von Marius Kemmer, der ja auch natürlich auf dieses Wertesystem anspricht. Man weiß zwar, ja, man soll nicht weg vom Euro noch vom jetzigen Zahlungsmittel, dass die Leute sicher sehr schwer sich tun, irgendwo überzugehen in ein anderes Zahlungsmittel oder überhaupt sich davon zu entfernen. Da wäre es halt, es wäre halt angebracht, ein System zu kreieren. Wir arbeiten mit einer Gruppe von Leuten, arbeiten auch schon über 10 Jahre jetzt an einem System, wo wir auf die Basis zurückgehen, auf die Basis unseres Arbeitsaustauschsystems. Und zwar ist es ja eine zeitbasierte Basis, weil auch unser ganzes Eurosystem beruht ja im Grunde genommen auch auf eine Umrechnung von Zeitverrechnung in Richtung einer Währung. Das ist ja über den Stundensatz natürlich geregelt. Und es ist halt so, dass es dann nicht das Geld gilt, zwar die Zeit, aber trotzdem ist es nicht wegzudenken, dass ein Betrieb ohne Zeitverrechnung ein größerer Betrieb auskommt und dementsprechend auch einen direkten Wertekonnex zur Arbeit herstellt. Und es ist natürlich, so wie wir auch das machen, am Anfang gehen wir nicht auf die Zeit, sondern versuchen zunächst auch so einen Ort, ein Bonus-Malus-System zu kreieren, wo Leute, die jetzt eben zum Beispiel eben sozial benachteiligt sind, einen Bonus erhalten und umgekehrt, die halt weit drüber liegen, eben in dieses System einzahlen, also hineinzahlen und auch über die Drehscheibe eines Vereins das alles abgewickelt wird. Das heißt, wir brauchen auch keinerlei Mitgliedschaft eines Unternehmens zunächst, sondern es reicht, eine Konsumgemeinschaft zu gründen und über den Verein wird dieser Austausch stattfinden. Und das ist eigentlich auch sowas, wo die Finanz sozusagen nichts dagegen haben kann in der Richtung, so wie es bei dir ist. Und auch aber sogar beim Zeitsystem kann sie nichts dagegen haben, im Grunde genommen, wenn man das langsam hineinschiebt. Das heißt, ein Zeitsystem mit direkter Zeitabrechnung, das gibt es in Wien zum Beispiel über den Zeitpolster, das macht ja auch schon der Jochen Müller in einem größeren Maßstab. Und und ich finde das ganz hervorragend, dass wir vielleicht auf deinem Forum zusammenwirken können, weil da geht es um Erlebniswerkstätten, um solche Systeme, die vielleicht mit anderen Wertverrechnungen zu tun haben. Das ist keine eigene Währung in dem Sinn, sondern eine Wertverrechnung. Wir sollten vielleicht überhaupt weggehen von jeglicher Währung, denn diese Währungen sind eigentlich ja nichts anderes wie internationale Kraft- und Machtakte, die jetzt staatlich gegeneinander irgendwie ins Treffen geführt werden, wenn man Dollar, Yen und Euro immer wieder betrachtet, dann ist das ja eigentlich eher ein Zeichen von Macht gegenüber anderen Staaten oder untereinander eben auszuüben. Ne? Mhm. Ja, und da frage ich mich natürlich auch, bei dir als der Gerhard, wenn du sagst, okay, es ist die Finanz wird dann erst einschreiten, wenn tatsächlich sehr viel an Bonussysteme dann abgezweigt werden, dass die Betriebe sozusagen eine Gutschrift eben geben und dadurch weniger Umsatz sozusagen bereiten. Und wenn das stärker um sich greift, dann natürlich wird er einschreiten. Ne? Weil dann heißt es halt dann genauso, die Preise können einfach nicht einfach frei weggebildet werden über ein Bonussystem, dass überhaupt keine Euro mehr untereinander getauscht werden, weil dann die Steuereinnahmen völlig dann wegbrechen. Ne? Also wie wird das über die Gemeinden abgewickelt dann bei dir? Oder wie schaut denn das aus? Weil da gibt es ja noch keinerlei Lösungsvorschläge, weil es ist ja nur zwischen Individuen bei dir, als da wird hier gehandelt. Ne?
Aber wie schaut es aus bei Infrastruktur, Dienstleistungen, die ja über Steuern abgewickelt werden? Und dieses System beinhaltet sowas ja nicht. Ne? Und das würde dann Staat ja sozusagen aufrufen, halt, so ein System ist ja dann nicht gemeinschaftstauglich. Ja, ich sehe, dass du dich ganz viel damit beschäftigst. Ich wusste gar nicht, was du da im Hintergrund schon alles hast. Ich würde mich sehr gerne mit dir extra austauschen über das alles. Zum Zeitwert auch, wir machen, also Zeitwert ist kompatibel mit dem Sol, weil wir es auch selber machen, weil ein Sol ist auch gleichzeitig eine Sekunde Werbezeit oder eine 5 Sekunden redaktionelle Sendezeit zum Beispiel, das ist ein Sol, also wir machen das auch so. Auch Arbeitszeit kann man abbilden mit dem Sol, das geht auch. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache jetzt mit dem Finanzamt, wenn es einmal ganz groß wird, wo es wirklich dann schmerzhaft wäre für das Finanzsystem, dadurch, dass wir dezentral das klein aufbauen, ist es nicht so groß sichtbar in Wirklichkeit. Und auf der anderen Seite wird sich auch das Bewusstsein verändern, dass ich in meiner Vision wird irgendwann mal das Finanzamt auch den Sol oder regionale Tauschwerte auch als Steuern annehmen und so, das wird dann zirkulieren auch. Also da wird es eine Akzeptanz geben mit der Zeit und die staatlichen Institutionen werden mit der Zeit gehen müssen und sich ändern müssen. Es ist ja so, dass über die FMA, das hatte der Gerhard Zwinker schon damals über die Sonnenzeit gemacht, der hat die DIGT angefragt und der hat eine Antwort erhalten, dass es zulässig ist, wenn es nicht systemimmanent ist. Dann ist es sonst so zulässig im kleinen Bereich. Ja. Aber Sie haben auch vorgeschlagen, das ist nicht einmal Steuerhinterziehung, denn es braucht nur nach Vorschlag des Finanzamts, der einen Umrechnungsfaktor von 1 Stunde 10 Euro zunächst einmal vorgeschlagen hat. Das ist, und wenn man die, wenn man zum Beispiel Stunden einnimmt, über eine Dienstleistung, dann kann man die durchaus bei der Steuererklärung einfach in Euro umrechnen und dann dort verbuchen. Also es besteht keine Hinterziehung von Steuern und dadurch kann es nur, ist es halt nur, dass man nicht zu 100% das machen kann, weil es wird immer noch in Euro Steuer gezahlt und daher muss man ja Euro einnehmen noch, um letztlich das, die Mehreinnahmen, die man in Stunden macht, trotzdem dann in Euro begleichen zu können. Stimmt. Also in dem Fall funktioniert es. Also ist kein, da ist es nicht so wie bei Wörgl, dass Sie die Hand drauflegen könnten, weil Sie können die Stundenabrechnung einfach nicht aus der Welt schaffen. Das ist ja die Basis für die Wirtschaft eigentlich. Richtig. Auch. Genau, Sie können das nicht. Sie können auch keinen Marketinggutschein abwürgen, weil das ist einfach die zwei Säulen, die stehen einfach. Jeder Unternehmer darf selbst Gutscheine erzeugen, jeder Unternehmer darf Rabatte verschenken, da kann keiner drauf herumreiten. Und die Josefa Maurer schreibt gerade, in Vorarlberg können Steuern dank des Landeshauptmanns sogar bereits mit einer Regionalwährung bezahlt werden. Das ist auch spannend. Das habe ich nicht gewusst, zum Beispiel, ja. Ich weiß leider nicht, welche Steuern konkret, aber es geht um Steuern für das Land. Okay, ja, ja sicher. Rudolf, du hast geschaut, Alois aus Kärnten, der Nächste, oder wer? Ja, ich kann dazu was sagen. Ich war auch Obmann in Kärnten und habe mit Gernot Jochen Müller aus Vorarlberg sehr viel zu tun gehabt. Die Kommunalsteuer kann mit Stunden, das heißt, die Kommunalsteuer kann als einziger nicht in Euro abgegolten werden. Das ist sozusagen die eine Gesetzlichkeit. Wir möchten auch Stellung dazu nehmen. Wir haben im Tauschkreis, das heißt, der einzelne Finanzbeamte, nicht das Finanzamt, ja, kann den Stundenwert festlegen, ja, in der Dienstleistung. Deshalb haben wir im Verein unsere Stunde einen Euro-Wert gegeben. Dass keine Willkür passiert, ne? Genau, dass nicht der Finanzbeamte dann sagen kann, der Webdesign macht und der andere, der Socken strickt etc., ja, dass er sagt, der Webdesigner, der hat dann einen Listenpreis von, weiß nicht, 150 Euro und die 150 Euro zahlt er dann die Steuern. Ja. Und in dem Sinne hat es Sinn gemacht, sozusagen finanzamttechnisch den Euro
bewertet haben, aber bei der Stunde geblieben sind. Ja, mhm. War nur sozusagen finanztechnisch. Ja, ist vielleicht auch ein toller Tipp an den Harald, finde ich. Gut. Okay. Ja. Also es wäre ja gut möglich, dass ich aufgrund meiner Auftritte in der Vergangenheit jetzt Redeverbot habe, weil ich wachle schon die ganze Zeit und ich schalte mich auch immer über die offizielle Hand aus, die man da ins Bild hineinblendet, aber ich komme einfach nicht dran. Schieß los, Nikolaus, fang an. Naja, ich wollte nur dem Ernst Brossinger sagen, der gesagt hat, der wäre also da neu und deswegen nicht so am Laufenden mit all den Dingen und Möglichkeiten, die es da gibt. Aber lieber Ernst, mir geht es genauso. Ich bin schon ziemlich lang mit von der Partie und ich stehe auch immer wieder wie die berühmte Kuh vorm neuen Tor und wundere mich, was bei mir zerebral nicht funktioniert, wenn der Gerhard sagt, das ist alles ganz einfach und ich finde nichts einfach. Ja. Ich finde, dass man vor allem etwas außer Acht lässt, dass etwas Geniales ja zurzeit etabliert ist. Das ist das Geld, das wir jetzt haben. Das ist ja ein Wahnsinn, was man damit alles machen kann. Allerdings auch sehr viel Missbrauch. Wie wäre es denn, wenn man einmal das Geld vom Missbrauch bereinigt, dann könnte man eigentlich gar nicht, braucht man gar nicht sehr viel ummanipulieren, sondern da kämen wir vielleicht auf diesen Weg, vielleicht schon auf einen grünen Zweig und alles kämen. Ich glaube, die Dorfstunde, die ließe sich ja aus ihrer Natur der Sache ad hoc auf der ganzen Welt etablieren, weil im Prinzip also kommt es ja immer wieder an, was bekomme ich für eine Stunde meines Zutuns, wie viel Eier kann ich mir drum kaufen, wie viel Wohnraum kriege ich dafür, das ist ja immer muss ja immer eine fixe Relation haben. Und das stimmt ja alles nicht und ich finde, ich versuche schon lange als Mitglied des Settenstädtner Kreises, war ganz am Anfang bei den ersten Veranstaltungen schon mit dabei, dass wir einmal eine Veranstaltung machen, wo diese Modelle, die hier jetzt in dieser Runde angesprochen werden und die jetzt nicht dabei sind, aber alle schon eine Geschichte haben. Ich kann mich erinnern, Entschuldigung, dass ich das noch sagen muss, ich habe den Gerhard ja schon vor 10 Jahren kennengelernt und habe damals eigentlich schon gefunden, dass seine Ideen super waren und die haben sich für meine Begriffe gar nicht so viel noch weiterentwickelt. Die sind damals schon super gewesen und auch heute noch. Und ich bin auch zu einem Bürgermeister bei mir in Mostviertel gegangen, um dort eben auch unter den dortigen Gewerbetreibenden und so weiter das zu etablieren, was der Gerhard im Prinzip schon damals entwickelt hat. Der Bürgermeister ist heute Landtagsabgeordnet und hat im bei der ÖVP einen großen Einfluss. Aber das ist, ich habe mir gedacht, der versteht das auch, aber es ist dort nicht angekommen, hat sich dort nicht etabliert. Aber schön wäre es, wenn wir einmal diese Systeme alle an einem Ort, zum einem Zeitpunkt nebeneinander stellen, miteinander diskutieren. Und da würde ich die Josefa bitten, vielleicht darauf hinzuwirken, dass einmal ein Termin in Seitenstädten mit solchen bodenständigen Themen gefüllt ist, und dass man nicht immer so im Wolf, wie heißt das, Kuckucksheim sich festsetzt und schaut, wie man über Sternziele und so weiter wieder zu einem normalen Austauschsystem kommt, wo wir alle davon gut leben können. Ja, danke. Super, danke. Das gibt es ein super Stichwort. Und zwar meine Einladung ist, bitte experimentieren und selber ausprobieren, weil nur dann kriegst du ein Gefühl dafür. So geht's. Herr Heinrich, kommt das Nächste? Ja. Nein, ich wollte nur jetzt zurückkommen auf den Ernst Brossinger, der gesagt hat, was machen wir mit Großaufträgen, Fernaufträgen. Im nahen Dreisen bei mir machen sie Turbinenschaufeln für japanische Großturbinen in Einzelfertigung. Wie ordnen wir das in das von dir, Gerhard, vorgeschlagene Finanzsystem ein? Ich glaube, du gibst ja selber schon die Antwort. Mit dem Soll
sozial-ökologisch lokal. Lokal können wir das leichter umsetzen. Ja. Das hat Mahatma Gandhi schon erkannt und hat seinen Vorschlag der Village Industries gemacht. Mhm, genau. Er hat gesagt, wieso machen wir uns nicht die Textilien selber mit einer modernisierten Webetechnologie und Spinntechnologie? Wieso unsere Nahrungsmittel? Und mein Freund Esho Kosler, der eigentlich Atomphysiker war, hat in Indien dann dezentral kleine Papierfabriken, die ein Durchschnittspapier erzeugt haben, nicht höchste Qualität, und Ziegelfabriken und all das ins Leben gerufen. Das, glaube ich, kann gut funktionieren. Mhm. Und ich wollte noch etwas dazu sagen, weil wir nach Seitenstetten auch den Dirk Solte als Diskussionspartner einladen wollen, der das beste Buch über die Weltfinanzen seinerzeit geschrieben hat. Weltfinanzsystem am Limit, Einblicke in den heiligen Gral der Globalisierung. Super. Und er hat im Gespräch mit mir gemeint, das ist auch in Seitenstetten aufgezeichnet als Dialog, dass die Geldordnung ist sicher ein notwendiger Teil, aber wir müssen normativ genauso die Gesellschaft eingrenzen, dass wir soziale Ordnungen haben, dass wir vorschreiben, zum Beispiel, dass es überall eine Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung geben muss, dass wir Dinge typisieren, einfach, es darf ein Produkt nur auf den Markt kommen, wenn es reparierbar ist, langlebig und, und. Das können wir alles vorschreiben. Das heißt, dass wir den normativen Rahmen nicht vergessen, daneben im sozialen und ökologischen Bereich und daneben noch, da komme ich ein bisschen auf den Nikolaus zurück, das Geldsystem als ergänzend umgestaltet mit einbeziehen. Ja. Dass wir eine Gesamtbalance erzielen. Ja, ich sage auch ein Und. Danke, Heinrich. Und zwar, ich bin ja auch froh, wenn ich einen Euro habe und ich kann damit einen Urlaub machen oder ich kann eben ins Ausland reisen oder ein Produkt irgendwo von woanders kaufen. Und dieser Euro, den wird es einfach, oder wie auch immer er dann heißt, den wird es immer geben. Und es wird ein zentralistisch geführtes Geld weiterhin geben. Da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Ich kann ja nicht einmal darauf Einfluss nehmen, ob es jetzt sauber wird, weil vom Missbrauch zum Beispiel, kann ich auch nicht verändern. Also deswegen sage ich, ja, konzentrieren wir uns auf das Lokale, weil wenn ich meine Grundversorgung habe, dass ich nicht Angst haben muss, dass ich zum Beispiel verhungere oder dass ich nicht weiß, wo ich wohnen oder leben soll, dass diese Grundversorgung, wenn ich die mit einem regionalen System abdecken kann, dann lebe ich einmal in Sicherheit und in Frieden. Und dann kann ich noch immer parallel das ganz normale, dezentrale, also das dezentralistische System genauso weiterverwenden. Und das wird sich auch weiterentwickeln. Ich habe auch Hoffnung, dass auch dieser ganze Missbrauch weniger wird, aber das weiß ich nicht. Und darum ist es mir wichtiger, das beides zu haben. D'accord. Ja. Könnte ich noch kurz erwähnen. Du hast ja, Gerhard, erwähnt, dass die Betriebe in prozentuellen Anteilen beim Soll dabei sind. Ja. Jetzt geht dir das ja schrittweise. Und zwar solche schrittweise Vorgangsweisen, also hat ja zum Beispiel auch in der Schweiz der WIR, der ja einen lokalen, also einen regionalen WIR und einen normalen Schweizer Franken hat, jeweils beide in gleicher Wertigkeit. Ja. Und die Unternehmer schreiben, dass
beim Eintritt gleich an, wie viel Prozent, dass sie in Lier und wie viel, dass sie in Prozent, also in normalen Schweizer Franken eben verrechnen. Mhm. Und genauso könnte man sich das ja weltweit vorstellen, und zwar mit einer wirklich einer einheitlichen Währungsaustausch oder Bezahlungsaustauschschiene auf der Zeitebene natürlich, weil Zeit überall weltweit natürlich ganz gleich gehandhabt wird. Eine indische Stunde ist im Prinzip gleich wie jede andere menschliche Stunde ganz woanders in der Welt, ist wurscht im Grunde genommen. Wenn man von der gleichen Wertigkeit des Menschen ausgeht, dann kann das ja jeder Betrieb prozentuell sozusagen so und so viel in Yen, 10% der Betrieb in Zeit und so kann das weltweit sein. Das heißt, die Lokalität wird weltweit über eine einzige gleiche Austauschwährung sozusagen geführt. Und die steigert sich langsam, bis die ganzen Währungen verschwinden. Weil man weiß, dass die Währungen ja an sich ja völlig unstabil sind. Warum man überhaupt auf solche Währungen gekommen ist und jetzt schon ständig immer in verschiedenen Zeiteinheiten eben sich austauscht, die Arbeit ist mir sonst so schleierhaft. Das kann ja wirklich nur aus Machtgelüste hervorgegangen sein, dass ja sich solche Dinge entwickelt haben über die Jahrtausende. Ja. Du, Harald, der Rudi hat in den Chat reingeschrieben, der Missbrauch entsteht, wenn wir Geld als Wert denken und nicht als Tauschmittel. Das, ja. Da möchte ich mich anschließen. Und zwar, darum ist es egal, ob wir es Zeit nennen oder Soul oder sonst was. Ja. Wir müssen das Bewusstsein haben, dass es ein Tauschmittel ist. Und bei der Zeit sehe ich einen Nachteil auch. Es hat viele Vorteile, aber bei der Zeit ist es ein Nachteil, wenn du Güter tauscht, weil du weißt nicht, wie viel Zeit im Hintergrund dafür gebraucht wurde. Und dass du das nicht so gut darstellen kannst. Ja, das stimmt insofern nur am Anfang. Wenn alle dann nur mehr Zeit verrechnen, stimmt es nicht mehr. Weil ja jede Arbeit, und wenn sie noch so komplex ist, im Hintergrund lauter einfachen Arbeiten zerfällt. Und wenn die einzelnen Arbeiten schon nicht mehr, wenn sich die Leute untereinander nicht mehr über den Tisch ziehen lassen, dass tatsächlich die, wo menschliche Arbeitsleistung notwendig ist und nur die ist bezahlbar in einem Austausch durch ein sogenanntes Bezahlungssystem, wenn das eben klargelegt ist und offengelegt ist, dann sind auch diejenigen Produkte, die heute halt dann sehr komplex sind, genauso fair. Und es ist nicht ja, okay, mehr nachvollziehbar. Aber lass uns vielleicht dahingestellt, diesen genau. Punkt, weil es ist sehr ja. komplex und ich glaube, dass es nicht so gut ans bestehende System andocken kann. Deswegen. Ja, das hat ja da zum Beispiel der Gerhard hat das schon gemacht. Am Anfang ist es eine einfache Umrechnung über, dass man sagt, okay, 1 Euro ist 10 Euro sind eine Stunde. Man kann das über jedes Produkt machen, obwohl man weiß, dass das pur falsch ist, völlig falsch sein kann natürlich. Mhm. Aber man muss einmal beginnen mit irgendeinem Wert. Und das ist auch bei der ökologischen Kennzeichnung ganz das Gleiche. Wir haben das ganz gleiche Problem bei der ökologischen Kennzeichnung, weil wir die gesamten Ketten, wissen wir nicht. Ne? Aber wir wissen es, wenn der einzelne Betrieb mitmacht, dann ist es dort klar festgelegt, wie viel das er tatsächlich eben an Rohstoffe umsetzt. Ja, genau. Also ich könnte den Soul auch einfach als Zeit, Währung möchte ich jetzt nicht sagen, aber als Zeiteinheit verwenden, weil ich produziere im Jahr 8.760 Stunden Sendezeit und aufgrund dieser Produktionsleistung, die ich mache, könnte ich jetzt tokenisieren, nennt man das, könnte ich jetzt Werte hinausgeben, die leistungsgedeckt sind. Ja. Ich könnte das alles auf Zeit machen, kein Problem, aber ich tue mir schwer, es dann mit anderen Betrieben kompatibel zu machen, die halt ganz andere Entstehungskosten auch haben. Und ja, natürlich kann ich Soul auch Zeit nennen, aber eigentlich ist es nur eine Augenauswischerei. Für meine Augen. Ich glaube, das werden wir heute nicht lösen. Das werden wir heute nicht lösen können. In dieser Form, der Ernst Brossinger hat noch aufgezeigt, was ich gesehen habe. Bitte. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob ich es reinbringen soll, weil das Thema ein bisschen größer ist wieder. Für mich ist so, weil wir gesagt haben, weil wir von Werte geredet haben, gesprochen von Werte und von Wert als solches,
vom Steinerischen, von Rudolf Steiner, ist ja das, diese Verschiebung der Wertegesellschaft, da diese Freiheit, gleiche Brüderlichkeit, das sind ja die bürgerlichen Werte, die aus der Französischen Revolution entstanden sind. Die gelten ja für unsere Demokratie noch immer. Und die Verschiebung ist, sollte eigentlich in der Wirtschaft die Brüderlichkeit herrschen. Wir sehen das zum Beispiel unten noch im arabischen Raum. Das heißt, wenn ich das Geschäft nicht mache, dann weiß ich jemanden, der es auch macht und so. Und ich glaube, da müssen wir sozusagen grundlegend einmal nochmal eine neue Wertegesellschaft aufbauen, wo man sagt, okay, jeder darf gut leben auch in unserer Gesellschaft. Und da sehe ich uns nicht nur lokal, sondern da sehe ich die ganze Welt als lokal. Weil wenn wir so haben, das ganze Handhaben in der Wirtschaft, dass auch das Ausland gut leben kann, dann gibt es auch keinen Asylantrag mehr oder sonst irgendwas, außer wirklich jetzt politisch gesehen. Ja. Also ich glaube, da müssten wir ganz grundsätzlich auch einmal an der Wertegesellschaft einmal neu das Ganze überdenken und neu einstellen und dementsprechend auch den Wert, ob das ist eine Stunde, was ist eine Stunde wert oder was ist ein Token wert, was ist ein die andere Währung, das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für mich zu sehen, dass man nicht nur sagen, okay, wir denken jetzt nur lokal, sondern wirklich auch international. Und da müssen wir, sehr angesprochen worden, auch von Heinrich, und so wirklich an der Wertegesellschaft arbeiten. Das hat der Gerda ja auch ganz gut reingebracht. Ja, das bevor der Nikolaus noch sagt, ich bin der Meinung, das ist meine Philosophie, dass das, was im Außen hier uns wiedergespiegelt ist, auch etwas mit uns selbst zu tun hat. Und wir müssen sehr wohl an uns arbeiten und unseren Wertvorstellungen. Und das ist nur die Summe von dem, wie wir halt alle gerade ticken. Und wir dürfen selbst noch wachsen in unserem Wertebewusstsein. Da darf sich noch viel machen. Aber diese einzelnen Menschengruppen, diese Wertegemeinschaften, die es schon gibt, die jetzt schon so denken wie wir, die können bereits anfangen, etwas zu verändern, auch wirtschaftlich. Und eines der Punkte ist eben zum Beispiel, dass wir jetzt Werte tauschen, nicht nur für eine Leistung, sondern vielleicht auch, weil du kreativ bist oder weil du dich sozial engagierst. Das ist ganz wichtig, dass wir das auch in das Kalkül ganzheitlich hineinnehmen. Und das versuchen wir mit dem Soul abzubilden. Gut, der Nikolaus war als Nächster, der hat aufgezeigt. Ja, ich wollte fragen, weil in dem Moment, wo wir jetzt auf dem rot umrandeten, auf das Verlassen gehen, rechts unten, und uns da wieder in alle Winde zerstreuen, ich wollte doch auf den einen oder anderen noch zugehen, aufgrund seiner Wortmeldung. Und jetzt wollte ich nur wissen, gibt es die Möglichkeit überhaupt, Gerhard, du hast ja hier alle eingeladen, kann man über dich zu den einzelnen Teilnehmern Kontakt aufnehmen? Das würde den Rahmen heute zeitlich auch sprengen. Immerhin sitzt man jetzt schon gute zwei Stunden beisammen. Und das ist dann irgendwo immer der Punkt, wo es bei mir energetisch immer ein bisschen dann anstrengend wird. Aber ich möchte also nicht nur die Frage, sondern den Wunsch in den Raum stellen. Du kannst auf jeden Fall meinen Kontakt an jemanden, der das unter Umständen haben möchte, weitergeben. Und wenn diese Zusage auch von den anderen kommt, dann könnte man vielleicht über dieses Treffen hinaus miteinander in Kontakt treten. Also wie gesagt, die erste Einladung ist, dass jeder seine Kontaktdaten hier gleich in den Chat reinschreibt. Und wenn ich dann das fertige Video an euch schicke, kann ich den Chat mit dazugeben. Das ist das Einfachste, was ich machen kann. Und ich werde vielleicht auch, wenn ihr das auch wollt, einen Termin ausschreiben, wo wir so einen Workshop machen können, dass ihr es einmal testen könnt. Dass wir jetzt nicht nur reden, sondern es auch tun zum Beispiel. Dass wir wirklich konkret anhand zwei, drei Betrieben das gemeinsam umsetzen und ich auch zeige, wie das geht. Dass da diese Hemmschwelle verloren geht. Gut? Die Frage ist, die über Zoom oder live? Das würde auch über Zoom gehen, ja. Ihr könnt es ohne weiteres mich anschreiben, ich habe es ja oben deponiert, und dann ich kann dann alle zusammen filtern und dann euch retour melden. Und ich hätte auch interessante Informationen darüber. Mhm. Also dann sparen wir jetzt die Eintragung in den Chat. Na, mach's trotzdem. Ja. Den Chat schicke ich mit. Okay. Okay, Leute. Das war sehr schön mit euch, wirklich super, danke.
Gut, sage ich auch danke fürs Kommen und fürs Mitmachen. Wir müssen dir vor allem danken. Danke, danke. Gerhard. Gerne, tschüss, bis bald. Machen wir eine Fortsetzung. Fortsetzung folgt. Ja, super. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön, für dich. Tschüss.